Herr Rötten, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend auch mit hier zu sein. Und ich habe Sie als ersten Teil meiner ExpertInnenrunde angekündigt, weil es ist Ihr täglich Brot, auch Menschen zu beraten zu den verschiedenen Situationen. Vielleicht beschreiben Sie einmal ganz kurz Ihre Aufgabe als Sozialpädagoge bei der Berliner Krebsgesellschaft. Ja, gerne. Die soziale Lebenssituation von Menschen mit Krebs ist eine Situation, die sich von heute auf morgen ändert, die ihr komplettes Leben ändert und eben nicht nur das Gesundheitsempfinden, sondern die wirtschaftliche Lage, die soziale Lage, die Einbindung in Familie, in Freunde, ins Berufsumfeld. Und das ist genau unsere Aufgabe, Menschen in dieser außergewöhnlichen Situation zu stützen, ihnen zu helfen und individuell zu gucken, wo besonderer Handlungsbedarf besteht. Jetzt haben Herr Heine und Frau Raab gerade ihre Situation geschildert. Sind das ganz typische Probleme von Menschen, die selbstständig sind, oder ist es so individuell, dass man da gar keine pauschale Aussage treffen kann? Genau, das Typischste ist, dass man sagen kann, dass es keine typischen Selbstständigen gibt. Und gerade hier in Berlin haben wir die Situation, dass es auch sehr, sehr viele Menschen gibt, die noch wesentlich stärker gemischte Tätigkeiten oder Selbstständigkeiten haben. Das heißt also, die eventuell als DJ und als Künstler und Teilzeit Nachhilfe, Lehrerin, Lehrer arbeiten. Also eine Mischung aus vielen verschiedenen Tätigkeiten. Das heißt, bei jedem einzelnen selbstständigen Menschen muss man schauen, ist dieser Mensch Künstler, ist er eingebettet in Kammern oder in Innungen vielleicht sogar, wie ist seine soziale Absicherungslage? Und der wesentliche Knackpunkt ist immer, zu welchen freiwilligen Sozialversicherungsleistungen hat dieser Mensch sich vor seiner Erkrankung entschieden und wie hat er sich abgesichert? Und trotzdem können wir, wenn jemand sich nicht abgesichert hat, ist es natürlich trotzdem legitim, dann zu kommen und zu sagen, Natürlich. ich habe jetzt leider keine BU abgeschlossen, ich habe kein Krankentagegeld. Welche Formen von Hilfe können Sie denn dann vermitteln, auch in so einem Härtefall, sage ich mal, wo Ja, jemand ja. vor 20 Jahren nicht vorgesorgt hat oder so wie ich, dachte mit Mitte 20, ach, diese BU kann ich irgendwann nochmal neu abschließen und seine sehr gute BU einfach gekündigt hat, ohne sie jemals wieder neu abzuschließen. Ja, also genau darum geht es dann in jedem Einzelfall wirklich mit einer Art Checkliste genau zu gucken, was hast du, was hast du nicht. Hast du zum Beispiel eine gesetzliche Krankenversicherung mit Krankentagegeld oder wie ganz viele Selbstständige auch ohne Krankentagegeld? Was lässt sich eventuell noch abschließen, was lässt sich nicht mehr abschließen? Und was man einfach immer klar haben muss, ist, dass wir in Deutschland im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern die Möglichkeit des Bürgergeldes bzw. der Grundsicherung haben. Das heißt also, ins absolut Bodenlose fällt bei uns dann wirklich niemand. Aber es ist für viele Selbstständige, die keine private Vorsorge getroffen haben, dann schon so, dass sie eventuell mit einem Grundsicherungseinkommen für eine gewisse Zeit auskommen müssen. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass da viele an ihrem Stolz gekratzt werden, wenn man Ja. dann in die Grundsicherung abrutscht und Ja. man das unter allen Umständen vermeiden will. Aber natürlich, wie gut, dass es das gibt, auch für solche Fälle. Genau. Genau. Also wo man auch immer wieder darauf hinweisen muss, ist, ein Mensch im Angestelltenverhältnis bezahlt ungefähr 42% seines Monatseinkommens für die soziale Absicherung. Und wenn dann sich jemand selbstständig entschließt, aber vielleicht nur 10% für seine Krankenkasse auszugeben, dann ist einfach klar, dass das, was er auch zurückbekommt, eben auf einem ganz anderen Niveau ist. Also von daher der Appell wirklich an alle Selbstständigen, denkt frühzeitig wirklich auch an Situationen, an die ihr nicht gerne denken möchtet. Und wie ich Sie kennengelernt habe, werden Sie aber Menschen, die nicht vorgesorgt haben, das nicht vorhalten, sondern trotzdem nach allen Kräften unterstützen, wenn Sie vor Ihnen sitzen. Nein, vorhalten werden wir es nie, aber wir werden es erläutern, Ja. um dem Gefühl von mir steht gar nichts zu oder so entgegenzutreten Ja. und die Wege aufzuzeigen.
Haben Sie vielleicht noch andere Möglichkeiten? Also ich kann zu Ihnen gekommen in die Krebsberatungsstelle. Wir sprechen ja auch später darüber, dass es hier in Berlin dann eben auch das türkischsprachige, kultursensible Beratungsangebot gibt. Ich komme zu Ihnen, aber Sie sind ja die Beratung, aber nicht unbedingt die, von denen man dann die Hilfe bekommt. Helfen Sie, vermitteln Sie dann auch an die Stellen? Es ist ja oft auch ein Formular, kriegt Genau. der schon für Muttersprachler und hier in Deutschland Geborene manchmal sehr, sehr schwierig ist. Ja. Also gerade bei diesem Formularkrieg, das ist eine unserer Hauptaufgaben, Menschen da durch den Dschungel der öffentlichen und sozialen Verwaltung zu helfen. Das ist eine wesentliche Aufgabe und wir vermitteln natürlich auch an bestimmte Hilfsfonds, an bestimmte Härtefonds, die es gibt, wo Menschen in Notlagen eben auch Unterstützung erhalten können. Herr Rötten, erstmal vielen, vielen Dank bis hier. Sie bleiben auf jeden Fall bitte da, aber wir erweitern diesen Kreis um zwei weitere Experten. Eine Expertin Simone Weidner bitte ich einmal zu mir auf die Bühne und Hermann Josef Tenhagen. Ah, okay, wir sind ein bisschen zu schnell. Herr Tenhagen, dann kommen Sie einmal schon mal zu uns. Das ist doch ganz gut. Vielleicht einfach zur Erklärung für alle, die von zu Hause zuschauen. Das hat damit zu tun, dass wir hier mit den Mikrofonen, die tauschen wir. Und Herr Tinhagen hat seins schon. Sehr schön, dass Sie da sind. Herr Tinhagen, dann bleibe ich noch kurz bei Herrn Rötten und wir kommen gleich dann zu Ihnen, wenn Frau Weidner auch da ist. Ihr wichtigster Appell war gerade, sorgt rechtzeitig vor. Wenn wir gleich schon Herrn Tinhagen, der schon da ist, aber gleich noch hier sitzen haben, der uns auch viel ja, zum Thema Finanzen sagen kann, Frau Weidner von der Stiftung Warentest, die auch zum Thema Berufsunfähigkeit ganz viel recherchiert hat. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Vorsorgemaßnahmen, die man treffen sollte, über die wir vielleicht auch gleich sprechen sollten? Na, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass man eine Krankenversicherung mit Krankentagegeld, Ansprüchen hat, dass man, wenn man ein Unternehmen mit Angestellten hat, auch darüber hinausgehende Leistungen abschließt. Meiner Meinung nach sollte man auch immer in Erwägung ziehen, freiwillig in einer gesetzlichen Renten- oder in der gesetzlichen Rentenversicherung drin zu bleiben, um weitergehende Erwerbsminderungsrentenansprüche und auch Reha-Ansprüche geltend machen zu können. Also ich bin ein leidenschaftlicher Fan des gesetzlichen Systems der sozialen Absicherung. Und da können freiwillig eben auch alle Selbstständigen dran teilhaben. Herr Rötten, genau das diskutieren wir jetzt auch mit den beiden anderen, die jetzt noch dazugestoßen sind. Direkt neben Ihnen Simone Weidner, sie ist Redakteurin bei der Stiftung Warentest. Und ich habe Sie gerade schon angekündigt als jemand, der sich sehr gut auch zu Berufsunfähigkeitsversicherungen auskennt und dazu ganz viel sagen kann. Und Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur vom Finanztipp, der auch mit dabei ist. Und an Sie alle drei mache ich es einfach an alle, die uns zuschauen, das Angebot, dass Sie nicht nur in der anschließenden Fragerunde Fragen stellen können, die wir online in dem gleichen Zoom-Meeting veranstalten, sondern Sie können auch jetzt schon, während wir diskutieren, Fragen mit reingeben. Die erreichen mich dann hier auf meinem kleinen, oh, da kommen schon die ersten Sachen, auf meinem kleinen Monitor hier. Das nehme ich dann auch mit in die Diskussion mit rein. Aber erstmal Ihnen beiden herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie den Weg heute zu Survivors Home und zur Eröffnung der diesjährigen German Cancer Survivors Week gefunden haben. Danke. Herr Tenhagen, Sie waren mit im Raum und haben das gehört, als Frau Raab geschildert hat, dass Ihre Krankenkasse auf einer durchgehenden Krankschreibung bestanden hat, obwohl sie zwischenzeitlich durchaus Phasen hatte, in denen sie arbeitsfähig war. Was sagen Sie dazu? Was ist dazu Ihre Meinung und was ist da aus Ihrer Sicht der Stand heutzutage? Also da braucht man keine Meinung zu haben, sondern es gibt ein Urteil vom Bundesgerichtshof aus dem Jahr 2019, das sagt, wenn jemand durchgehend, also an einer bestimmten Krankheit erkrankt ist, dann ein paar Tage gesund ist und an der gleichen Krankheit wieder leidet, dann kann das auch so sein und dann kann man eben auch zwischendurch arbeiten. Weil das Problem, was dabei sonst entsteht, ist, dass normalerweise die Kranken dann, wenn sie in der Krankenkasse sind, die ersten 43 Tage ersten 42 Tage kein Geld kriegen, erst ab Tag 43 das Krankengeld bekommen. So. Und wenn man dann, wenn das jetzt jedes Mal wieder von vorne losgeht, also man ist dann eine Woche gesund oder arbeitet und dann soll man wieder 42 Tage warten, bevor das Geld kommt, dann ist das für einen Selbstständigen so dass der Genickbruch ökonomisch. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, nee, das ist so nicht. Wenn die Person die gleiche Krankheit
an der gleichen Krankheit weiterleidet, dann wird dann durchgehend gezählt. Das heißt also, wenn man dann eine Woche arbeitet und man hat vorher die 42 Tage schon voll, würde man tatsächlich ab dem ersten Krankheitstag wieder Geld bekommen. Und da ist es aber so, dass manche Krankenkassen sich da sehr bockbeinig stellen. Wir haben bei Finanztipp extra einen Ratgeber gemacht und auch Musterbriefe, wie man sich da wehrt. Die unabhängige Patientenberatung macht das auch und sagt, wie man sich da wehren kann. Also wenn Sie in so einem Fall sind, wehren Sie sich. Sie sind da im Recht. Der Bundesgerichtshof ist da sehr eindeutig. Man muss manchen Krankenkassen auch vors Schienbein leider treten, um einfach das durchzusetzen, was Recht und Gesetz in Deutschland ist. Ist das Ihre Erfahrung, dass man wirklich erstmal der erste Antrag wird sowieso abgelehnt, ist ja oft so was so besprochen wird und oder was gesagt wird. Ist das auch Ihre Erfahrung als Verbraucherschützer? Nee, das ist nicht überall und nicht immer so, aber es gibt relativ viele Anträge, die dann auch mal abgelehnt werden. Und es gibt eine sehr hohe Quote, wenn man widerspricht, wo dann doch gezahlt wird. Das heißt also, wenn Sie mit Ihrer Krankenkasse ein Problem haben, nutzen Sie dieses Widerspruchsrecht. Und im Zweifel ist bei der Auseinandersetzung mit der Krankenkasse Ihr Arzt oder Ihr medizinischer Dienstleister Ihr bester Verbündeter. Mhm. Nutzen Sie den auch, also wir machen bei Finanzen Musterschreiben, aber wir machen das natürlich keine ärztliche Diagnose. Wenn Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin haben und Musterschreiben, dann können Sie sich wehren, wenn eine Krankenkasse zunächst mal nicht zahlen will und Sie aber einen Anspruch haben. Tun Sie das auf jeden Fall. Okay, also vielen, vielen Dank, dass Sie das einmal schon mal klargestellt und gerade gerückt haben, dass man diesen Anspruch hat, dass es eben jetzt keine Auslegungssache ist, sondern dass das allgemeingültig ist, dieses Urteil vom BGH. Wir haben gerade, ich habe mit Herrn Rötten auch schon darüber gesprochen, dass er appelliert an junge Menschen, die selbstständig sind, dass sie wirklich von vornherein auch Vorsorge betreiben, um im Falle einer Krankheit auf jeden Fall abgesichert zu sein. Aber viele Entscheidungen, die Selbstständige im Hinblick auf ihre Absicherung treffen, haben sie ja schon vor, sage ich mal, wenn man jetzt mit Mitte 40 erkrankt, vor 20 Jahren vielleicht getroffen. Was ist denn Ihr Rat zum Beispiel bei man macht sich frisch selbstständig, gesetzlich oder privat versichern? Krankenkasse. Also man muss das jetzt ein bisschen historisch aufbereiten, weil bis 2018 war es so, dass wenn man selbstständig sich machte und dann sozusagen überlegt hat, gehe ich in eine Krankenkasse oder versichere ich mich privat, war es so, dass die Krankenkassen sehr teuer waren. Die haben also einen Beitragssatz erhoben. Man muss sich immer vorstellen, wenn man als Angestellter in einer Krankenkasse ist, die Hälfte bezahlt ja der Arbeitgeber. Mhm. Wenn man selbstständig ist, muss man es komplett selber bezahlen. Und das hieß für junge Selbstständige 400, 450 Euro für die Krankenkasse auf den Tisch legen. Und zwar egal, was man verdient hat, also mit einem kleinen Einkommen auch. Und das hat viele, dann gab es private Krankenversicherer, die für junge Leute Tarife angeboten haben, die deutlich günstiger waren. Und dann sind viele Leute in diese private Krankenversicherung gegangen, weil das deutlich günstiger war am Anfang. Und wenn man so wie unser Dachdecker eben sehr erfolgreich ist wirtschaftlich und das Unternehmen läuft auch bis ins Alter gut, ist das auch alles kein Problem. Kann das eine gute Wahl gewesen sein. Wenn man aber irgendwann zwischendrin nicht so erfolgreich ist, ist es insbesondere im Alter dann für viele Leute ein Problem, privat versichert zu sein. Da ist es in der gesetzlichen Versicherung einfacher in der Krankenkasse, weil wenn das Einkommen runtergeht, muss man auch weniger Beitrag zahlen. Das war bis 2019. 2019 ist der Gesetzgeber hingegangen und hat gesagt, für die ersten Jahre gucken wir jetzt mal und der maximale Beitrag ist dann von 400 Euro auf 185 Euro ist das im Augenblick. Also der minimale Beitrag so gegangen. Das können auch junge Selbstständige erstmal und müssen sie auch bezahlen können. Sie haben eben in der Diskussion gesagt, man muss sich klar machen, oder nee, Sie haben es gesagt, man braucht eine gewisse Grundabsicherung und wenn man eine Absicherung haben will, muss man dafür auch bezahlen. Das gilt sowohl für die Krankenkasse, diese 185 Euro, als auch für die Rente. Ich sage Leuten immer, wer durchschnittlich verdient als Angestellter, da wird im Monat 600 Euro für in die Rente eingezahlt. Wenn Sie als Selbstständiger so viel haben wollen wie jemand, der durchschnittlich verdient, müssten Sie damit rechnen, dass Sie 600 Euro für die Altersvorsorge jeden Monat bitte zur Seite legen. Wenn Sie das nicht tun, kann das gut sein, dass Sie, also man fällt nicht ins Bodenlose, aber dass Sie im Alter oder später arm sein werden, im deutschen Sinne. Und wenn Sie jetzt schon da sitzen, dann Frau Weidner, ich komme dann gleich zu Ihnen, aber ich habe da einfach eine Nachfrage noch. Jetzt sagen Sie Altersvorsorge, ja, aber es gibt da so viele Möglichkeiten. Also was empfehlen Sie denn als
klassische Altersvorsorge für Menschen, die selbstständig sind und... Ich würde so anfangen und würde sagen, es schadet nichts, in der gesetzlichen Rente einen Teil zu tun. Mhm. Und ansonsten würde ich mit ETFs unterwegs sein, also mit Aktienindexfonds, weil man macht das ja für lange Zeit. Altersvorsorge ist ein Projekt für 30, 40, 50 Jahre. Und dann hat sich das in der Vergangenheit als die beste Geldanlage bewährt, zumal man jetzt heute das wirklich so machen kann, dass man das mit geringen Kosten machen kann. Früher war es so Aktien, da wurden die Leute bei den Banken tatsächlich ausgenommen wie eine Wachtel. Also das war schrecklich. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr notwendig. Das kann man heute so machen, dass das mit geringen Kosten geht. Und dann hat man einen im klassischen Sinne sicheren Baustein in seiner gesetzlichen Rente und einen Baustein, der hoffentlich so viel Rendite bringt, dass man im Alter dann eben nicht nur Tütenbrot beim Discounter kaufen braucht, sondern auch ein bisschen Lebensstandardsicherung fürs Alter betreiben kann. ETF-Sparpläne in Online-Depots gibt es, wenn ich richtig informiert bin, sogar kostenlos, ganz ohne Gebühren. Das Depot gibt es kostenlos. Ja. Da sollte man auch drüber reden. Und es gibt diese einfachen, günstigen Depots auch bei Ihrer Sparkasse und Ihrer Volksbank. Also wir empfehlen bei Finanztipp natürlich nicht, da gibt es noch bessere Depots, aber lassen Sie sich nicht darauf ein, dass Sie 500 Euro im Jahr für so ein Depot ausgeben müssen. Das wird in Deutschland nach wie vor gemacht und da werden Kunden nach wie vor entreichert. Das muss nicht sein. Und wenn man für die Altersvorsorge Geld zurücklegt, dann sollte das Depot kostenlos sein. Der Sparplan sollte nicht viel kosten und man sollte einfach einen marktbreiten, weltweiten ETF haben. Das bedeutet, ich bin gleichzeitig an 1500 Firmen beteiligt, weltweit. Und da gibt es immer 1400, denen es vergleichsweise gut geht. Und deswegen ist das auf die lange Frist eine gute Anlage. Okay, das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Bin ganz froh, dass ich selber ETFs habe und fühle mich ein bisschen wohler. Frau Weidner, ich komme einmal direkt zu Ihnen. Und zwar, Frau Raab hat erzählt, dass sie mittlerweile Erwerbsminderungsrente beantragt hat. Das setzt aber voraus, dass sie auch freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, was Herr Tenhagen gerade auch, wozu er gerade geraten hat und Herr Rötten ja vorher auch schon. Jetzt gibt es aber viele Selbstständige, die aus ganz unterschiedlichen Gründen eben nicht gesetzlich rentenversichert sind. Was können die tun? Ja, die haben erstmal gar keinen Anspruch auf die gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Also Voraussetzung ist grundsätzlich 5 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt zu haben und die letzten 5 Jahre vor Anspruch geltend machen, quasi auch 36 Monate eingezahlt haben müssten sie. So, ja, wir haben diese große Gruppe, alle die auch nicht vielleicht selbstständige Künstlerinnen, Publizisten sind und eventuell über die Künstlersozialkasse versichert sind, die sich also komplett selbst freiwillig gesetzlich versichern, die haben ein Problem. Den kann man nur sagen, sichert euch unbedingt so früh wie möglich mit einer Krankentagegeldversicherung ab, also die ja auch die gesetzlichen Kassen anbieten, oder bei einer privaten Krankenversicherung. Das ist die eine Voraussetzung. Das andere ist unbedingt, wenn es möglich ist, mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung das Existenzminimum im Fall der Krankheit abzusichern. Jetzt wissen wir, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist schlau, sich in jungen Jahren darum zu kümmern, wenn man jung und gesund ist. Also wer schon erkrankt ist oder auch eine andere schwere Vorerkrankung hat, bekommt diesen Schutz ja gar nicht mehr. In unseren beiden Fällen, die hier vorgestellt wurden, dachte ich, ja, wäre auch schön gewesen, wenn die monatlich 1.000 oder 1.500 Euro Rente aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung bezogen hätten. Hatten sie beide nicht. Der Dachdeckermeister hat wunderbar offenbar mit Krankentagegeld vorgesorgt. Gut so. Aber die Berufsunfähigkeitsversicherung wäre hier ja auch eingesprungen, voraussichtlich mindestens 6 Monate in seinem zuletzt ausgeübten Beruf dauerhaft oder teilweise auch nicht mehr arbeiten kann, bekommt ja dann auch diese monatlich vorher vereinbarte Rente. Und das führt natürlich zu einer Sorge weniger, ja, wenn man finanziell gut abgesichert ist. Bei Berufsunfähigkeit, wenn ich das höre, das eine ist, dass man, wenn man ein bisschen älter ist, schwer reinkommt. Und das andere, was man da auch immer wieder hört, ist, naja, aber im Ernstfall zahlen die denn dann überhaupt? Und ist das nicht ein riesen Bürokratiekrieg, den man da führen muss? Aus Ihrer Sicht, worauf soll ich achten oder worauf sollen dann junge Menschen, die das noch gut bekommen, achten, wenn sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen? Ja,
Ja, wichtig ist, diesen Leistungsantrag, den Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente, wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist kein Kinderspiel. Das funktioniert nicht, indem man beim Versicherer anruft oder mal einen Antrag hinschickt. Das ist eine Wissenschaft für sich sozusagen, ja. Okay. Und wir empfehlen eigentlich schon, ja, wir empfehlen es, also bei Zweifeln schon für diesen Antrag professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also man muss sich auch überlegen, es geht unter Umständen um mehrere hunderttausend Euro. So ein Berufsunfähigkeitsversicherungsvertrag läuft ja in der Regel, wenn es ein guter Vertrag ist, bis zum Eintritt ins Rentenalter. Also wenn man mit 45 berufsunfähig wird und noch 20 Jahre monatliche Rente, ich sage jetzt mal von 1.000 Euro, 1.500 oder 2.000 Euro Rente beziehen will, muss dem Versicherer nachweisen, dass wirklich Berufsunfähigkeit vorliegt. Ja? Das heißt, und in den meisten Fällen, wenn wir uns die Ablehnungsfälle angucken, die gerichtlich belegt sind, scheitert es daran, dass Menschen nicht nachweisen können, Antragstellende, dass sie so mindestens 50% nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können. Und das ist etwas, was vielleicht auch noch nicht so bekannt ist, also dieses Tätigkeitsprofil. Also man muss dem Versicherer wirklich darlegen, ich kann so und so viele Minuten oder Stunden nicht mehr sitzen, ich kann nicht laufen, ich kann diese und jene Tätigkeit nicht ausüben. Und das ist für viele eine Herausforderung. Und das macht man nicht einfach mal eben nebenbei, indem man den Fragebogen ausfüllt. Also man braucht auch eine Krebsdiagnose, reicht nicht, damit der Berufsunfähigkeitsversicherer zahlt, ne? Also ich melde dem Versicherer meine Diagnose, dann passiert erstmal gar nichts. Da muss ein onkologisches Gutachten her und die Ärzte müssen auch, sollten eben auch beschreiben, dieser Mensch kann aufgrund der Krankheit diese und jene Tätigkeit nicht mehr ausüben. Dann braucht es ein Tätigkeitsprofil, diverse Unterlagen, also nicht unterschätzen, aber Berufsunfähigkeitsversicherer zahlen auch. Sie zahlen auch nach einer Krebsdiagnose. Aber Sie haben gerade angesprochen, der Anwalt, ein Anwalt kann eine Hilfe sein. Zu welcher Art von Anwalt gehe ich da? Ein Fachanwalt für Versicherungsrecht, natürlich. Es gibt Fachanwälte für Versicherungsrecht, die würde man dafür auch nutzen. Und ehrlich gesagt, also wir sind dazu übergegangen zu sagen, wenn du schon das Geld für die Berufsunfähigkeitsversicherung ausgibst und wenn du selbstständig bist, hast du doch auch eine Rechtsschutzversicherung. Und dann hast du die Rechtsschutzversicherung bitte nicht beim gleichen Versicherer wie die Berufsunfähigkeitsversicherung. Das schadet nicht. Okay, Und dann, ganz dann, wichtiger Tipp. und dann suchst du dir einen Anwalt für Versicherungsrecht, mit dem du da im Zweifel, und zwar jetzt noch gar nicht streitig, sondern tatsächlich, man muss sich vorstellen, da ist jemand berufsunfähig. Der ist schwer krank oder sie ist schwer krank, ist vielleicht richtig von der Rolle. Und in der Situation musst du halt diese komplexe Leistung mit dem Antrag erbringen. Deswegen ist professionelle Hilfe da dringend geboten. Die sollte man auch in Anspruch nehmen. Und weil es tatsächlich, wenn das länger geht, ja um einige hunderttausend Euro geht, ist es auch gut, das einfach zu tun. Und in Klammern gesagt, das mit den einigen hunderttausend Euro ist natürlich auch der Grund, warum die Versicherer, wie soll ich sagen, zurückhaltend sind bei der Leistungsgewährung, weil wenn da geht es bei denen auch jeweils um einige hunderttausend Euro. Also die Erfahrung sagt, das größte Problem ist tatsächlich, diese Antragshürde zu überspringen und dann geht das manchmal über Jahre, bis man all diese Unterlagen zusammen hat, wenn man im ersten Anlauf die Sachen nicht zusammenbekommen hat. Aber entschuldige kurz, eine Entschuldigung. kleine Korrektur. Nur zu. Nee, die Profihilfe am Anfang für den Antrag wird nicht von Rechtsschutzversicherern übernommen. Rechtsschutzversicherer zahlen erst im Streitfall. Das heißt, wenn ich diesen Antrag mit Hilfe von Fachanwälten ausfüllen möchte, auch die Verbraucherzentralen beraten und unabhängige Versicherungsberater, muss ich sage jetzt mal roundabout, schon 1.000 Euro auf den Tisch legen für einen komplexen Antrag. Und die zahlt die Rechtsschutzversicherung Keine nicht. Korrektur, völlig Ja, richtig. der Rechtsschutzversicherer springt erst ein, Wenn ich den streiten, wenn ich mich wenn ich streite. den, wenn der Ja, Leistungsantrag abgelehnt okay. wird, zum Beispiel, und ich dann sage, ich gehe in einen Rechtsstreit. Übrigens ist es wirklich so, wir haben gerade eine Urteilsanalyse gehabt. Seit einigen Jahren lassen wir die höchstrichterliche und landes- und oberlandesgerichtliche Rechtsprechung auswerten. Und 50% der Klagen, es sind zwar Klagen und es ist mühselig und niemand hat da Lust drauf, aber letzten Endes machen es ja auch die Anwälte für einen, sind erfolgreich. So, also jede zweite Klage hat Erfolg und dann geht es geht um Hunderttausende von Euro. Und also ich möchte nur Mut machen, sich
auch allein, weil man, ich kenne das auch so aus den Gesprächen, viele sagen, BU zahlt sowieso nicht. Also es liegt auch an einem, dass man sich da das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Und wenn die Berufsunfähigkeitsversicherung tatsächlich mal da ist, man die hat, kann man sich glücklich schätzen. Die zahlt vorübergehend, vielleicht 1 oder 2 Jahre auch, wenn man außer Gefecht gesetzt ist, aber auch langfristig. Mhm. Also es ist wirklich der beste Schutz, eine Rundumabsicherung, die man bekommen kann. Und man kriegt auch die Leistung. Man muss ein bisschen hartnäckig bleiben. Und Sie haben alle genickt, als Sie gesagt haben, die 1.000 Euro ungefähr, die man dann vielleicht braucht, dass sich das durchaus lohnt. Herr Rötten, haben Sie die Erfahrung auch gemacht, dass man gleich von Anfang an, dass man sowas nicht alleine ausfüllen kann? Und helfen einem vielleicht sogar die Krebsberatungsstellen? Nein, an der Stelle nein, weil wir kommen ja erst ins Rennen. Ich frag mal. Wir kommen ja erst ins Rennen, wenn Menschen krebserkrankt sind. Und dann ist es zu spät, eine Berufsunfähigkeit zu haben. Ich meine dann beim Antrag, beim Leistungsantrag. Beim Leistungsantrag würde ich zum Beispiel in der Regel an die Versicherungsberatung der Verbraucherzentrale verweisen, weil da sitzen die Profis. Wir sind Profis in Fragen des Sozialrechts und nicht des Versicherungsrechts, das auf dem BGB basiert. Was mir aber noch sehr wichtig wäre, ist nicht nur die Auszahlung, sondern ist wirklich auch das Abschließen von Versicherungsverträgen. Also da gibt es, da würde ich zum Beispiel ein dringendes Plädoyer verhalten, die Fragebögen, die man bekommt zur Aufnahme in die Versicherung, auch 1000-prozentig ernst zu nehmen. Und ich bekomme immer wieder mit, dass eben gerade nachher die Auszahlung verweigert wird, weil angeblich falsche Angaben gemacht worden sind. Und viele Menschen, ich hatte heute noch so ein Beratungsgespräch, wo jemand sagt, na ja, aber es gibt doch eine ärztliche Schweigepflicht, dann kann die Versicherung doch gar nicht mitkriegen. Und wo ich sagen musste, nein, in dem Moment, wo Sie spätestens einen Leistungsfall haben, müssen Sie Ihren Arzt von der Schweigepflicht entbinden, weil Sie ansonsten nämlich die Leistungen der Berufsunfähigkeitsversicherung gar nicht bekommen. Das heißt, im schlimmsten Fall habe ich 20 Jahre Beiträge eingezahlt, dann tritt der große Leistungsfall, meine ich, ein, ich werde krebserkrankt und dann kriege ich nichts raus, weil ich nämlich vor 20 Jahren nicht ehrlich geantwortet habe. Den Bandscheibenvorfall verheimlicht habe. Ja, oder andere Vorerkrankungen oder was auch immer. Und das, finde ich, ist der Worst Case. Mhm. Weil ich habe mich immer in Sicherheit gewogen, weil ich ja gedacht habe, ich bin gut abgesichert, habe viel Geld eingezahlt und bekomme nichts raus. Und da kann man wirklich nur sagen, seid euch wirklich bewusst, das ist eines der verbindlichsten Dokumente, die wir so ausfüllen. Die gute Nachricht, es wird einfacher mittlerweile. Die Krankenkassen bieten, also wer gesetzlich krankenversichert ist, bieten mittlerweile die Patientenquittung an. Also wir empfehlen mittlerweile für den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung, dass nicht nach der Erinnerung diesen Fragebogen, die haben manchmal 5 bis 17 Seiten, diese Fragebögen, auszufüllen. Ach ja, da war ich mal beim Hausarzt, da hatte ich einen Schnupfen, da hatte ich mal Asthma-Schwäche. Nee, so nicht. Es gibt die Patientenquittung, so heißt das offiziell, von der gesetzlichen Kasse, kann man anfordern. Dann geben die KVen, die Kassenärztlichen Vereinigungen, auch noch Auskunft. Und wirklich, wie Sie sagen, die Fragen wirklich 1:1 richtig beantworten mit der Patientenquittung, weil manche wissen gar nicht, welche Diagnosen Ärzte aufgeschrieben haben. Ja, dann kommt die Überraschung, ich bin mit Kopfschmerzen dahin, habe aber eine Angststörung da drin stehen. Und das kommt dann nach 15 Jahren, wenn ich die Berufsunfähigkeitsrente beantrage, raus. Also wichtig ist, diese Diagnosen auch zu entschlüsseln, das kann man ja, man kann auch nochmal nachfragen. Und wenn so, und das können wir nur empfehlen, das wird einfacher. Wir haben ja ab 25 die elektronische Patientenakte und wir haben das auch bald alles in der App. Und also diese Diagnosen. Die sind ja zuversichtlich. Ja, gut, dass das alles nicht so schnell geht, aber nee, den Anspruch haben wir und das funktioniert auch. Man kann sich die Patientenquittung zuschicken lassen von der Kasse. Danke für die Ergänzung. Herr Tenhagen, vielleicht von Ihnen noch, weil wir es jetzt hatten von Abschlussberufsunfähigkeit. Der wichtige Punkt, aber das Ganze braucht man nämlich für 5 Jahre rückwärts normalerweise, für jeden Arztbesuch bitte, für 5 Jahre rückwärts und stationär, wenn man im Krankenhaus war, für 10 Jahre rückwärts. Und wirklich, das ist eine echte Hilfe, weil Privatpatienten hatten das ja immer schon, die mussten die Rechnung bezahlen. Das heißt, die hatten auch da auf diesen Rechnungen draufstehen,
Sie waren beim Arzt, Sie haben eine Rechnung dafür bezahlt und da steht auch drauf, was da an Diagnose war. Sollte man übrigens wirklich auch reingucken, weil es ist schon vorgekommen, dass da Diagnosen draufstanden, die nun nicht notwendig was mit der Krankheit zu tun hatten, weil es besser abzurechnen war, kommt bei Privatpatienten öfter mal vor. Also reingucken und mit dem Arzt oder der Ärztin auch reden und sich auch bitte nicht vom Versicherungsvertreter, Außendienstler bequatschen lassen, das lassen wir jetzt mal weg. Weil das ist ein typischer Fall, der dann hinterher auf die Füße fällt. Die Versicherer sind dazu übergegangen, da am Anfang nicht so genau reinzugucken, sondern das einfach zu den Akten zu nehmen. Und wenn der Fall dann eintritt, also wenn man berufsunfähig wird, dann wird aber besonders genau nachgeguckt und dann wird sozusagen hinterher was hochgezogen, was vorher nicht so wichtig war. Ja. Und man kriegt den Versicherungsvertreter natürlich auch nicht an Wickel. Mein Gedanke ist gerade noch ein Grund mehr, die Versicherung sehr jung abzuschließen, wo man noch nicht so viel beim Arzt ist und war, wie jetzt in meinem Alter zum Beispiel. Dann ist es alles noch viel einfacher. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir haben ganz viele Fragen reinbekommen, sind aber mit unserer Zeit am Ende. Die gute Nachricht ist, Sie bleiben ja bei uns. Und direkt im Anschluss für alle, die uns zusehen, das ist schon in 30 Minuten, direkt im Anschluss in diesem Zoom-Meeting stehen alle drei. Herr Tenhagen, Frau Weidner und Herr Rötten stehen hier zur Verfügung für Ihre Fragen, für Ihre ganz individuellen Fragen zu Ihrer Situation oder auch allgemein zum Abschluss der verschiedenen Versicherungen, die verschiedenen Modelle. Die drei werden nach bestem Wissen und Gewissen alles beantworten, was Sie fragen und das eine halbe, vielleicht auch dreiviertel Stunde lang, wenn so viele Fragen reinkommen. Deswegen an dieser Stelle an Sie drei. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank für diese wirklich sehr vielen guten Tipps, nicht nur um vorzusorgen, sondern auch, was man tun kann, wenn man nicht vorgesorgt hat. Und dann auch nochmal der Hinweis auf das, was Sie gesagt haben. Wir haben ein Sozialsystem, was uns auch nicht ganz nach unten fallen lässt. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen beruhigend, dass wir dann hier in Deutschland dieses System haben.